Herr Professor, ist denn Melange und Wellness nicht ein und dasselbe? Nun, Herr Ohrfeier, dann lassen Sie uns doch einfach mal nachschauen. Gute Idee. Okay, dann öffnen wir hier einfach mal die aktuelle Werbung von Melango. Ja. Megaeinkaufsquellen.de. Wir schauen mal nach dem Impressum. Tja, und siehe da, Melango. Also doch nicht Wendy's? Herr Ohrfeier, wir sind doch noch nicht fertig. Ja. Es sieht aber alles sehr identisch aus. In der Tat, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Aber wir schauen mal in die Sourcen rein. Ja. Um das Angebot von Großhandelprodukte.de, ja, der Wendes GmbH zu nutzen. Ja. Aha. Okay. Da schauen wir uns einfach mal direkt ein Wendes-Produkt an. Wir suchen mal nach Lego. Ja. Günstig. Mhm. Großhandel Schnäppchen. Mhm. Geht nach Großhandel Produkte. Ja. Sieht ziemlich identisch aus. Ja. In der Tat, die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Also für mich sieht es nun wirklich danach aus, als sei das keinesfalls ein Gerücht, sondern schwarz auf weiß. Das ist der Anmeldebutton ganz normal. Komm, schauen wir uns ins Impressum von der Großhandelprodukte rein. Das ist die Wendes. Okay. Und hier die Sourcen der Großhandelprodukte, ja, um das Angebot von Großhandelprodukte der Wendes GmbH zu nutzen. Ja. Dann haben Sie vielen Dank, Herr Professor. Die Netzindianer dürften sich über diese Erkenntnis freuen. Davon können Sie wohl ausgehen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.